Achim Weidner mit dem Stadtverordnetenvorsteher am Berliner Bär. Wo sind wir denn jetzt? Ja, Achim, du hast es schon gesagt, wir sind am Berliner Platz im Berliner Viertel. Und das hat seinen Grund, weil wir sind heute mit dem Programm Besondere Häuser, besondere Menschen im Berliner Viertel. Und das Berliner Viertel zeichnet sich ja daraus aus, es ist ein interessantes Stück der Rüsselsheimer Baugeschichte. Die GEWO Bau, die wir alle kennen, ist ja 1954 gegründet und 1960 war das erste große Bauprojekt. Hier auf der grünen Wiese entstand das Berliner Viertel. Das sieht man hier auch an der Bausubstanz, alles 60er Jahre. Und wir besuchen heute Frau Dajankacz. Wer aufpasst, der Name ist bekannt. Es ist nämlich die Mutter des Ausländerbeiratsvorsitzenden Adnan Dajankacz. Und sie wohnt hier im Berliner Viertel in der Georg-Treber-Straße. Und wir besuchen sie, weil sie ist ein interessanter Mensch. Und ihre Wohnung in der Georg-Treber-Straße, dieses Wohnviertel, ist noch etwas Besonderes für Rüsselsheim. Und das gucken wir uns heute genauer an. Ja, ich freue mich hier heute bei Familie Dajankacz zu sein. Frau Dajankacz, vielen Dank, dass die Möglichkeit besteht, dass wir Sie kennenlernen, dass wir Sie ein bisschen vorstellen können, dass wir Ihre Familie vorstellen können, Ihren Sohn Adnan Dajankacz, den man ja gut in Rüsselsheim kennt als Ausländerbeiratsvorsitzender. Ja, ja, natürlich. Auch Ihre Enkelin ist mit dabei, ja, die ganze Familie, eine Tochter ist noch hier, ja. Und ein Sohn, der wohnt noch in Hamburg. Haben Sie mir erzählt. Ja, Hamburg. Ja. Ich will kurz ein bisschen erzählen, warum wir hier sind. Wir sind erstmal hier im Berliner Viertel in Rüsselsheim, wo Sie wohnen, in der Georg-Treber-Straße 81. Und Sie wohnen schon seit einigen Jahren hier. Und Sie sind so eigentlich eine typische Rüsselsheimerin. Das muss ich mal sagen. Sie können es gleich nochmal ein bisschen erzählen, weil so ein paar Stichworte will ich mal vorweggeben. Sie haben lange bei Opel gearbeitet, sind mit Ihrer Familie hier nach Rüsselsheim gekommen und Ihre Kinder haben alle einen Aufstieg gemacht. Die waren alle sehr erfolgreich. Die waren in der Schule. Aus allen ist was geworden. Vielleicht können Sie das einfach noch mal ein bisschen erzählen. Wie war das, als Sie nach Deutschland und nach Rüsselsheim gekommen sind? Können Sie das noch mal ein bisschen erzählen? Warum näher kommen Rüsselsheim? Ich bin hier noch zwei Schwestern. Okay, ja. Nachher ist das, meine Mann sagt, komm, geh in der Opel, gut Geld. Gute Arbeit, ja. Gute Arbeit. Gießen nichts viel Geld. Sie waren vorhin Gießen, ja? Gießen. Ein bisschen eine Papierfabrik arbeiten, aber nichts viel Geld. Nachher kommt Wicke. Ja. Ich warte 2 Jahre. Nachher ich ein bisschen Opel. Ja. Was haben Sie gearbeitet? Sie waren erst in der Kantine, glaube ich. Ein Jahr Kantine, nachher ein bisschen am Band. Also ganz klassisch bei Opel hart gearbeitet. Ja. Und jetzt müssen wir sagen, als Sie nach Deutschland gekommen sind, es gab keine Deutschkurse, Sie haben sich das alles selbst beigebracht. Gar nichts, was ist nur Türkisch? Ja, du musst da alles Türkisch sprechen, was, gar nichts. Wir müssen dazu sagen, Ihre Wurzeln liegen auch in Bosnien. Ihre Mutter kommt aus Bosnien. Die Eltern kommen aus Bosnien. Ja. Ja, genau. Und dann sind Sie aber in die Türkei gegangen und von der Türkei sind Sie dann nach Deutschland gekommen. Ich heirate meinen Mann, kommt bis in München. Nachher alleine nichts bleiben, komm ein Jahr, sagt, komm, gehen wir zusammen, was machen wir zusammen, ein bisschen Geld. Ich komme jetzt zusammen, ich bin ein Jahr arbeiten in Dachau. Nachher kommt mir ein Brief, sagt meine Schwiegermama, ich deine Kinder nichts pass auf, komm zurück. Oma war erkrankt, deswegen konnte sie nicht mehr aufpassen. Ich gehe zurück, mein Mann bleibe hier. Okay. Mein Mann ein Jahr bleibe und komm, ich sage, ich alleine gar nichts mehr machen, was muss Familie bin, kommen wir ein bisschen. Nach Gießen. Ich gieße, aber ich gehe 2 Stunden arbeiten, Kinder klein, 12 Jahre, ich nichts arbeiten, nur 2 Stunden, 3 Stunden, gehen eine Büro putzen. Als Putzfrau haben Sie gearbeitet? Ja, das muss Tasche Geld. Kommen in Wicke. Nach Wicke? 5 Jahre. Nachher mir Opel geben, schön wohnen, Dicke Busch. In Dicken Busch haben Sie gewohnt, ja? Ja, 5 Jahre, 8. 5 Jahre, Dicke Busch, okay. Opel, schwer Arbeit, aber gut Geld. Gut verdient, ja. Immer gut gezahlt, der Opel. Ja. Nachher, ich Kinder viel kaufen, neue Auto. Ich war immer, ja.
Nachher, ne, komm mhm. her, bisschen meine Mann war früh Rente. Mhm. Opel wohnt. Aber vorher. Ihr Mann hat auch bei Opel gearbeitet. Toch, ja. Ja. Deshalb sind Sie nach Rüsselsheim gekommen. Ja, ja, ja. Weil er bei Opel gearbeitet hat, ja. Okay. Nachher, bisschen mir für das, die gebe ich Wohnung viel teuer. Mhm. Meine Mann krank, früh Rente, nichts zu. Ich muss nicht kommen, ja, ja, bisschen ja. Nichts teuer. Ja. Mhm. Ich komme nicht zusammen mit ihm. Hier war die mit den Nieten. Ja, die ein bisschen nichts. Ja. Deswegen. Ich mhm. nachher nicht bleiben hier. Ja, ja. Nachher dann ich gesagt, nachher dann heiraten, kaufen ich schon große Wohnung. Ich nicht zusammen bleiben, 21 Sene. Dann haben sie haben wir zusammengelebt, so 17 zusammen. Jahre. Mhm. Nachher meine Tochter Türkei heiraten, krass Sene, 20 Jahre. Mhm. 20 Jahre, nachher mhm. schieden, komm zurück. Mhm. Nachher er sagt, komm zusammen hier, Wohnung, egal was, Familie, muss, aber nichts, nicht viel weit, hier Adnan, hier, ich meine, eine Fuß hier, eine Fuß an der Wohnung. Okay, ja. Aber Frau Deingans, was mir nochmal wichtig ist, Sie haben sich immer engagiert und das scheint in Ihrer Familie drin zu stecken. Der Adnan ist ja ein sehr engagierter, als Ausländerbeiratsvorsitzender hat immer sich engagiert, auch im Fußball sich engagiert, aber Sie auch, Sie waren ja, in Rüsselsheim in einem Verein. Ja, ja. Können Sie dazu was sagen? Nachher, ne, ich sag, Adnan, muss ne, such einen Platz, muss mir hm. machen, was. Sie war im türkischen Frauenverein ja. aktiv? Hm. 20 Jahre. 20 Jahre im Verein ja, aktiv, ja, hier ja. in Rüsselsheim. Ne? Ja. Und Sie haben andere Frauen geholfen? Nachher, ein bisschen, wo es arme Leute, wo es man ein bisschen schieden, nichts mehr, nichts verstehen Deutsch. Nachher, ne, einem Dolmetsch, ich muss gehen machen, alle helfen, ein bisschen Arbeit, ja. arbeitslos Geld, alles nicht, als nicht helfen. Nachher ne, alle Jahre einmal Kipp machen, was ne, kaufen, ne, türkisch essen, mhm. jugoslawisch essen, ein bisschen ne, Stadtkurul oder ne, ein bisschen ne, gar nicht. Diese Festival der Kulturen hat. Ja, ja alle Fahrten, okay. die Geld sparen machen. Ja, Geld sparen. Okay. Nachher ne, einen Bus gehen. Ne. Ja, das haben, Sie haben viele Fahrten organisiert in dem Verein. Nach Paris haben Sie mir erzählt, nach Bayern, überall in Deutschland. Alle, ja. Toll, ja. Also Sie haben Deutschland kennengelernt. Ich alleine nichts machen, alle Kollegen zusammen. Ja, ja. In der Gruppe. In der Gruppe. Immer meine Tochter, Schwiegertochter machen, ich ein bisschen Küche viel koche. Okay. Türkisch. Hallo. Aber viel gehen, ein bisschen Berlin. Paris. Paris. Ja. Viel, viel Bus. Okay. Voll voraus zusammen. Ein bisschen Musik machen, schlafen, okay. essen. Super. Ja. Dann haben Sie mir erzählt, Sie wohnen ja auch schon viele Jahre hier in der Georg-Trebel-Straße ja. und Sie haben sich immer sehr wohl gefühlt in der Nachbarschaft. War gut, die Nachbarschaft. Gut. Alles ja. gut. Ein bisschen türkische Leute gut, deutsche Leute gut, marokkanische Leute, alles gut. Mhm. Haben sich sehr wohl gefühlt. Alles Kontakt, alles Liebe. Mhm. Sehr schön. Ja. haben sich hier wohl gefühlt. Ich alles Liebe. Und Sie haben mir vorhin gesagt, Sie fühlen sich als Rüsselsheimerin. Ja, natürlich. Ja. Super, ja. Aber Sie haben erzählt, anfangs, als Sie nach Deutschland kamen, Sie haben immer überlegt, ah, nur 4-5 Jahre und dann zurück in die Türkei, aber Sie sind nie gegangen. Da sagst ich nichts gehen. Ja. Und Sie wollten auch hier bleiben wegen den Kindern? Ja, natürlich, Kinder, ja. Wo ist für Kinder? Alle Schule kaputt machen, Kinder vielleicht Schule nichts gut machen, was macht man nachher? Ja. Sie wollten das eine krank Mann. Mhm. Ja, ihr sag's, Mann war sehr krank. Ja, ja ich sag's besser hier, Kinder muss schön studieren machen. Mhm. Kinder müssen Kopf gut arbeiten, nichts gut. Alle Schule, gut Schule. Oh. Mhm. Also das war Ihnen wichtig, dass die Kinder in der Schule Erfolg haben in Deutschland. Das war Ihnen wichtig, ne? Ja, ja. ja. Jetzt mir ganz gut, zwei Enkelkinder, ach, ne, die studieren in Wiesbaden. Ja, toll. Ja. Was, Oma, guck. Sie sind stolz. Ich liebe Studienkinder. Ja, toll. Ja. Ich muss aber sagen, ich habe großen Respekt vor Ihrer Leistung. Sie sind nach Deutschland gekommen, konnten kein Wort Deutsch. Es gab damals noch nicht so Hilfe wie heute. Aber Sie haben Ihre Familie nach vorne gebracht. Natürlich. Ja, ja. Erfolgreich. Respekt. Erfolgreich. Ja. Toll. Da sind wir auch sehr dankbar. Für ja, das glaube ich. Das dürfen Sie auch sein. Ja. Ich muss Ihnen sagen, Sie sind ein typisches Beispiel für viele Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, nach Rüsselsheim gekommen sind, hier ihr Glück gefunden haben, ihre Kinder aufgezogen haben, ja, unter schwierigen Bedingungen. Ihr Mann war schwer krank, Sie haben Kinder, Sie hatten keine Ausbildung, aber Sie haben immer gearbeitet. Ja. ja, ich kann, ja. Und Sie sind erfolgreich gewesen hier in Deutschland. Das ist toll, Respekt. Was wir sagen, ich nicht viel studieren, aber meine viel arbeiten. Ja. ja. Ja, ich stehe, ich bin in der 6 Minuten bei einem Papa Türkei. Eine Schwester mir, kranke Schwester, andere auch. Ich
nichts für die Schule, nur ein bisschen nach Hause, einen Bus machen, ja. Arbeit und Mama. Sie waren die Managerin zu Hause, ja? Ja, Managerin. Durch danach. Ja. Sie war die treibende Kraft. Sie war die treibende Kraft, ja. Aber Ihr Sohn hat mir erzählt, vorhin, Sie haben mit paar 50 aber zum Beispiel noch mal Arabisch gelernt. Also Sie wollten immer auch was tun. Ich will, was gehen, Mekka, alles kommt. Ich mache früh ein bisschen Arabisch, muss ich Koran lesen. Ich gehe suchen. Bisschen Pilgerfahrt. Zweimal ich gehe. Toll. Ich will noch mal gehen, aber keine Leute mehr bringen. Sie sind immer noch fit. Dürfen wir Ihr Alter verraten? Ja, dürfen wir sagen, wie alt Sie sind? Normal macht man nicht bei Damen, ja? Aber bei Ihnen dürfen wir, darf ich das sagen, ja? Sie sind 1942 geboren, ja? Ja. Ja, ist das richtig, ja? Richtig. Also topfit mit diesem Alter, ja? Respekt. Ja, ein Alter lustig vor allem. Super. Was ist das? Sehr gut, sehr gut. Morgen war Zirkus, was mir kommt, Telefon, was mit Brief, Zeitung. Sehr schön. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Frau Dayenkatsch, nochmals vielen Dank, dass wir Sie kennenlernen dürfen, dass wir Sie auch ein bisschen vorstellen dürfen, weil ich denke, Sie sind ein positives Beispiel für eine typische Rüsselsheimerin, die ihre Familie, die aus einem anderen Land gekommen sind, hierher gekommen sind, aber sich integriert haben und ihre Kinder einen Weg erfolgreichen Weg gebahnt haben. Ja. Man sieht es, ihre Enkelin studiert, ihre Kinder, ihre Söhne, ihre Töchter, alle auf einem guten Weg. Toll, Respekt. Toll. Vielen Dank, Frau Dayenkatsch. Ja, ich auch, danke schön. Teşekkür. Noch zwei Jahre nachher, vielleicht ich will einen Roman schreiben. Ja, Sie schreiben alles auf, sehr gut. Vielleicht lesen wir noch mal von Ihnen. Vielen Dank. Wann ich vielleicht nicht tot bin,